Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind aktuell in den verlorenen Wäldern unterwegs und sind in eine Höhle rein. Da haben wir gerade Pflanzen gekillt und haben gleich zu Partbeginn hier eine schöne Schatzkiste zum Öffnen. Und kriegen wunderbare 5 Rubine. Ach Mann, ist das traurig. Das kann doch nicht wahr sein. Also hier kriegen wir gerade wirklich nicht so viel geschenkt. So, haben wir hier... Warte mal, da. War gerade was, oder? Okay, so ein Krug. Ist leider nur ein Krug gewesen. Hier haben wir demnach jetzt auch keine Geheimnisse mehr. Man muss sich hier in den Höhlen wirklich immer mal ein bisschen umgucken, denn es kann halt sein, dass hier irgendwo ganz geheim eine kleine Schatzkiste irgendwo in der Ecke steht, wo du dann einfach das beste Item der Welt bekommst. Aber ja, demnach war das hier jetzt nicht so. Ich glaube, wir sind jetzt auch erstmal wieder hier durch, ne? Weil ich komme halt auch nicht da rein. Ich glaube, wir sind erstmal wieder fertig. Mehr kann ich, glaube ich, erstmal nicht tun hier. Hier braucht man, wie gesagt, eigentlich den Kreisel. Damit wir da drüber zu einer Schatzkiste kommen, wo dann im Normalfall ein Herzteil drin ist. Und hier kann ich gerade nichts machen, wenn ich das richtig sehe. Also normalerweise musst du hier auch so ein Spiel spielen. Aber du musst auch das Masterschwert rausziehen, was irgendwie nicht da ist. Und irgendwie muss man hier was reinstecken, aber es geht ja auch alles nicht. Oder muss ich ein Wolf sein, damit das funktioniert? I don't know. Kann auch sein, dass ich das schon geskippt habe. Aber auf jeden Fall müsste da oben die Statue weg sein, damit du halt das Level... Ne, das hier. Da müsste die Statue weg sein. Was springen? Aber das passiert, glaube ich, normalerweise, wenn du das Masterschwert rausziehst oder so. I'm not sure. Kann sein, dass ich da irgendwie was in der Story erst triggern muss. Gut, aber auf jeden Fall sind wir erstmal hier durch. Traurig ist, dass wir uns hier nicht hin teleportieren können. Normalerweise hast du ja hier auch Schattenwesen, die du besiegen kannst, musst. Jetzt ist halt die große Frage, wie macht man weiter? Wo haben wir Anläufe, wo haben wir Ideen, was können wir machen, wo können wir uns noch irgendwo reinbuddeln? Ich hätte gesagt, wir holen uns erstmal noch den einen Wolf hier ab. Das machen wir schnell. Dann würde ich sagen, spend mal Kohle. Wir könnten halt einerseits in den Maromarkt reinspenden oder den Typen. Aber ich will in den Maromarkt reinspenden. Ja, ich glaube, das ist für mich eine gute Idee. Wir holen uns erstmal schnell den Wolf. Let's go. Dafür einen Schluck Kaffee. Ah, das muss sein. Schöne Musik. Nach Geisterseelen können wir uns noch ein bisschen umsehen. Nach anderen versteckten Ortschaften. Jetzt fängt es auf jeden Fall schon an. Man muss ein bisschen nachdenken. Was mache ich als nächstes? Wo gehe ich als nächstes hin? Das ist jetzt schon alles nicht so einfach. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal nach rechts und hole uns den Wolf. Die Insekten kann ich noch abgeben. Wir haben ja mittlerweile, glaube ich, 2 Insekten oder so mal wieder gefunden. Da kann halt auch potenziell ein neues Item oder so drin sein. Da können wir mal gucken. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und Kakariko. Kakariko spenden und hoch zu einem Goron, das können wir machen. Das ist, glaube ich, eine ganz nette Idee. So, warte mal, wo? Wo liegt denn das Item? Also es müsste eigentlich hier irgendwo liegen. Warte mal, warte. Ach, hier hinten in der Ecke. Dann. So, was haben wir? Oh, jawohl, der Boomerang. Siehst du, Alter, das kann halt nicht wahr sein. Ich war gerade im Waldtempel. Mann. Okay, was können wir mit dem Boomerang denn alles Schönes machen? Boomerang ist halt ein geiles Item. Das ist ein richtig geiles Item. Du kannst halt auf riesige Entfernung Sachen auch zu dir ranholen.
Ich meine, wir haben ja auch den Enterhaken, aber mit dem Boomerang kannst du halt dann schon nochmal eine Ecke mehr machen. Hier haben wir, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr weiter zu tun. Hier können wir dann, wenn wir den Kreisel haben, noch was machen und den doppelten Fanghaken. Da können wir hier auch nochmal herkommen. Ansonsten sind wir hier, glaube ich, erstmal durch. Ja, wir könnten jetzt halt wieder in den Waldtempel reingehen, ne? Aber da können wir halt auch nicht viel machen. Ein bisschen. Da können wir uns, ja, vielleicht eine Schatzkiste holen und den Boss besiegen. Ah, ist schon wieder schwierig alles. Okay, teleportieren. Wir gehen erstmal nach Kakariko. Feuerberg. Also Feuerberg kannst du dich teleportieren. Aber nicht in den Wald. Wir sind halt in einer bestimmten Sequenz aktuell im Spiel gefangen, sag ich mal. Wo wir halt schon bestimmte Sachen erreicht haben. Ne, nicht teleportieren, verwandeln. Und da müssen wir irgendwie jetzt erstmal rauskommen. Oder feststellen, wo sind wir denn aktuell genau. Wir waren auch noch nie hier drinne. Wenn man mit bestimmten Leuten redet, kommen wir auch immer... Alter, die Mucke. Kommen ja auch immer so ein paar bestimmte Dinge. Epona. Schöner Name. Jo, das haben wir. Dann könnten wir da reinhüpfen. Da könnte man theoretisch mit einem noch reden. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwas triggern kann. Wahrscheinlich nicht. Ja, hier haben wir die Musik. Genau, hier haben wir den. Aber das war's dann auch, ne? Ja. Also hier sind wir noch nicht so weit, dass wir da irgendwas machen können. Okay, wir gehen in den Laden und werden ein bisschen Spenden machen. Wir haben 800 Rubine. Ja, ich denke, da kann man was machen. Mit 800 Rubinen. Dafür müssen wir aber erstmal kurz Tag machen. Tageszeit ändern, zack. Let's go. Und ja, Goronen. Wir haben einen von den Goronen-Schlüsseln. Das ist halt auch nicht so viel, ne? Alle nicht der Wahnsinn hier. Okay, von dir bekomme ich ja nichts mehr, ne? Ich habe deinem Freund geholfen. Aber das war's auch. Ich meine, wir haben ja auch schon eine Belohnung bekommen dafür, aber ich glaube, es war nur Geld, ne? Was wir von dem Goronen bekommen haben. So, hier könnten wir uns die Rüstung kaufen. Aber die Rüstung ist halt eigentlich useless. Braucht man noch nicht. Noch 200 Rubine. Jawohl. Danke für den Tipp auf jeden Fall. 200 Rubine ist halt nix, ne? So. Jetzt haben wir expandiert, ne? Auch gleichzeitig. Ja, dann können wir uns auch die... Könnten uns auch das Holzschild kaufen. Heierschild. Ja, komm. Ich kaufe mir die Rüstung. Magierüstung, aber an sich... Ja. Für Notfall vielleicht, aber ansonsten brauchst du die halt nicht wirklich. Wo habe ich die eigentlich? Hier. Zack. Hab ich halt jetzt mal gemacht. Für die Vollständigkeit, ne? Irgendwann kaufen wir sie eh. Jo, dann könnte man jetzt theoretisch nach Hyrule-Stadt gehen und könnten da wieder in den Laden rein. Ah, ich hätte meine Rubine, glaube ich, aufheben sollen, ne? Weil das Item, was da im Laden ist, das kostet auch 699 Rubine. War vielleicht doch jetzt nicht der beste Move. Aber wir gucken auf jeden Fall mal, was wir da so haben für Items. Ja, und dem Typen müssen wir halt spenden. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir da schon rein investiert? 300, 400? So. Verwandeln. Ah, mir fällt noch was ein, was wir auf jeden Fall machen können. Oben auf der einen Ebene, da habe ich noch keine Geister besiegt. Und da kann man buddeln und da kann man tauchen. Da sollte ich vielleicht nochmal... Da sollte ich vielleicht nochmal hingehen. Das ist aber auch so geil, wie der aussieht, ne? Schade, dass ich nicht an den ranzoomen kann. Warte mal, hat man hier nicht in Hyrule-Stadt auch einen Wolf?
Hier oben. Warte mal kurz. Karte. Was sagt die Karte? Hier kann ich gerade nicht drauf machen. Aber hat man nicht auch einen? Oder irre ich mich gerade? Kann auch sein, ich irre mich. Mir ist gerade irgendwie so im Hinterkopf. Nö. Also irgendwann ist hier mal einer, aber aktuell haben wir noch keinen. Aber ich glaube, das war auch der andere Wolf, der vor am Schloss saß, ne? Der hat mich gerade vielleicht ein bisschen irritiert. Okay. Alles klar. Wir gucken mal schnell in den Laden rein. Ist auch so geil, wie die Leute jetzt hier überall mit den Taschen rumlaufen, ne? Das ist so lustig. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ach, die Musik. Die Mucke. Macht's irgendwie noch gruseliger als sonst. Okay, also wir haben hier als krasses Item 100er Rubin. Das heißt, das ist komplett useless. Wir müssen also keine 700 Rubine für dieses Item ausgeben. 30% auf alles, Junge. So, genau. Das ist normalerweise die Magierüstung, kostet 600 Rubine. Alter Falter. Okay, gut. Lustig. Okay, aber schön. Dann können wir das schon mal komplett ignorieren. Das gefällt mir. Das ist gut. Das ist gut, Leute. Wir sparen dadurch sehr viel Geld. Natürlich wäre es auch cool gewesen, wenn da jetzt irgendein geiles Item gewesen wäre. Eine Bombentasche oder sowas. Aber ja, ich bin ganz ehrlich. Dass da ein 100er Rubin ist, das finde ich auch gut. So, und ich werde jetzt... Oh. Wahnsinn. Ich glaube, hier waren es nur 500 Rubine, die ich spenden muss, oder? Vielleicht ist das auch auf die Hälfte reduziert. Hey, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hab... Oh. Ich freue mich, dass ich für 500 Rubine keinen 100er kaufen muss, aber kaufe für 500 Rubine 10 Pfeile. Ich bin amazing. Wahnsinn. Okay, wir geben mal noch ein paar Insekten ab. Ah, aber du kannst es halt nicht wissen, ne? Du kannst nicht wissen, dass da so ein Shit-Item drin ist. Weißt halt einfach nicht. Ah, die Musik ist so gut hier. Die passt so gut. Jo, du kannst mir helfen. Ich habe... Ah, ich habe nur einen Insekt, schade. Aber ein paar. Das heißt, es gibt doppelte Belohnung, Leute. Sehr schön. Der Kopierstab, genau. Ach man, der nützt uns halt aktuell, glaube ich, noch gar nichts. Außer halt in dem Dungeon. Ja. Aber hier nützt er uns halt nichts, weil wir brauchen erst das Buch und so. Aber wir kriegen doch keine doppelte Belohnung. Ich habe gelogen. Okay, Kopierstab ist cool, aber wie gesagt, aktuell useless. Es sei denn, der ist ein Fake. Glaube ich aber irgendwie nicht. Also nicht ein Fake, sondern ich glaube, oder der ist schon abgegradet, aber das glaube ich halt wie gesagt nicht. Ne, guck mal. Der ist so braun hinterlegt, das heißt auch, der ist auf jeden Fall noch nicht aktiviert, der Kopierstab. Okay, teleportieren. Ich würde gerne hierhin. Ich glaube, die beste Lösung, um hier an die Position zu kommen, ist hiermit. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Denn da können wir auf jeden Fall ein paar Geister killen und uns noch einbuddeln. Das sollte möglich sein. Warte, ich gehe auf der anderen Seite hoch. Na gut, aber dann sind die ganzen Spendendinger sind abgeschlossen. Ist nicht schlecht, denke ich.
Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wir können unser Geld immer schön rausballern. Weil wir schon fertig sind. Okay. So, jetzt gehen wir einmal hier lang. Da kommen wir jetzt auf diese Ebene. Und da, ich glaube, ich weiß gar nicht, zwei Geister? Gibt es da zwei Geister? Die habe ich noch gar nicht freigelegt. So. Zack. Einmal verwandeln. Also einen auf jeden Fall auf der Brücke, soweit ich weiß. Tageszeit ändern. Hi, Kumpel. Ich weiß nicht, ob es hier noch einen gibt. Boah. Na, ja, aua. Heilige Scheiße. Hier gibt's keinen. So, und zum Buddeln gibt es hier, glaube ich, auch ab und zu noch was, ne? Dahinterwärts. Sollen wir hier was zu buddeln? Ja, guck mal, hier ist schon die erste Stelle. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist auch noch was zu buddeln. Geheimnisse über Geheimnisse hier. Überall. Oh, geil. Du hast gesehen? Zwei Geister einfach. Plus wahrscheinlich noch ein Schatz oder so. Jawohl. Oh, das ist auch geil. Rafflas Notiz. Damit können wir uns in die Wüste schießen. Das ist richtig geil. Ich weiß nur nicht, wo trage ich denn das ein? Ist das hier? I'm not sure. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das ist. Ich kann hier nichts upgraden. Ich mache einfach mal das hier, ja? Ich bin mir halt nicht sicher, was das ist. Ich mach das. Das ist richtig geil. Hab ich jetzt den Geist eins hochgemacht? Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Und ein Schlüssel für einen Zeitschrein. Okay. Das ist der Time-Tempel. Und hier noch ein plus eins. Ich hoffe, ich habe gerade den Geist hochgemacht. Ich bin mir gerade nämlich überhaupt nicht sicher. Meine Güte. Als Wolf ist das echt nicht gut. So. Zack. Zack. Bam. Und dann hier nochmal. Hi. Gibt es da so eine Schatzkiste oben drauf? Wenn ich alle hätte. Hier. Jetzt haben wir alle. Okay, Schatzkiste gibt's aber nicht. Ja, ich meine, kriegst auch zwei Geisterseelen. Das ist schon echt viel. Muss man sagen. Schatzkistenmäßig ist hier jetzt auch nichts mehr. Warte mal, ich mache mich nochmal zum Wolf. Mach hier nochmal kurz den hier. Will halt nichts verpassen. Und das geht echt schnell, sage ich euch. Weiß ich aus Erfahrung aus meinem alten Randomizer Run von Twilight Princess. Da habe ich relativ viele Schatzkisten in den Ecken liegen lassen. Weil ich halt nicht wusste, dass es da diese Schatzkisten gibt in den Ecken. Das ist halt echt mies. Aber sieht gut aus. Nö, war ja auch geil, ne? Wir haben zwei Schatzkisten, zwei Geisterseelen bekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die eine eingetragen habe. Muss ich da mal offscreen gucken. Schreibe ich mir mal kurz auf. Geister. Seele. Ich glaube, Part 11 ist das jetzt. Und das ist bei Minute 19. Sehr schön. Okay, dann haben wir das. Also mit Rafflas Notiz kommen wir auf jeden Fall auch eine ganze Ecke weiter, denn dann können wir in der Wüste. Da gibt es auch haufenweise Schatzkisten. Ja, einerseits Schatzkisten, andererseits hast du da auch so viele Geister.
Wüstenburg gibt's da auch. Weiß nur nicht, wie weit wir da kommen. Oh oh. So, und da... Okay, Geisterseele für Geisterseele, alles klar. Nehmen wir mit. Geilo Milo. So, und hier an der Stelle müsste man theoretisch auch nochmal was zum Buddeln haben, oder? Ja. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Hängt da was im Baum? Ist eine Fledermaus, ne? Ja. Oder ein Kranich, ein Rabe. I don't know. So, und im Wasser gibt es halt auch nochmal so ein paar versteckte Sachen. Ich muss dann halt mal gucken, wie weit wir da fähig sind zu atmen. Gut, Leute, das war's auf jeden Fall von mir. Vielen Dank fürs Zusehen hier. Das Graben machen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Randomizer von Twilight Princess. Tschüssi.